Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir die MS Aqua geschafft und nun sind wir in Kanto. Doch wo genau? Du kannst jetzt nicht an Bord. Ja, das ist mir bewusst, da waren wir vorhin. Du kommst aus Johto? Dort sollen viele seltene Pokémon leben. Ja, wir haben auch welche davon getroffen. Nicht alle, aber die 300 sind auch eigentlich egal. So. Aber nun weg vom Steg und auf nach... Welche Stadt ist das denn hier? Das Schnellboot fährt immer mittwochs und sonntags. Okay. Noch wird nicht gesagt, wo wir sind, aber ich wette, gleich wird's gesagt. Okay, hier passiert nichts. Eingang zum Hafen von Urania City. Hier sind wir also. Man kann das auch bestimmt im Pokémon nachsehen, oder? Yeah, wir haben direkt die Kanto-Karte. Einfach so. So, wir können nach rechts und wir können nach oben. Alright. Wo wollen wir denn lang? Vielleicht wollen wir erstmal die Stadt erkunden, oder? Können wir überhaupt... Was ist das für ein Übergang? Der ist neu. Das ist genauso neu. Relaxo schläft friedlich. Okay. Soweit ich weiß... kann man irgendwas mit dem Radio hier machen? Obwohl... Oh, man hat gar kein Radio hier. Ja gut, das macht Sinn. Wir sind an einer ganz anderen Region. So gesehen... Na, weiß nicht, kann man das wie Reisen vergleichen? So Landreisen? Ich weiß nicht, aber wir haben zwei Radiokanäle, die uns nicht weiterhelfen. Okay. In Kanto treffen sich talentierte Trainer. Rennleiter sind besonders stark. Es ist nicht leicht, sie zu besiegen. Aber ganz ehrlich, das hier ist neu, dieser Weg hier. Und hier oben sind überall Steine. Das ist so seltsam. Wieso haben die das umgebaut? Seltsam, aber hier ist ein riesengroßes Relaxo. Da können wir leider nichts machen. Tja, dann können wir nicht nach rechts, dann können wir nur nach oben. Aber ich würde sagen, wir erkunden erstmal die Stadt. Gehen in fremde Häuser rein. Im Laufe vieler Jahre haben die Diktar einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Aha. Wo ist denn dieser Tunnel? Können wir da rein? War hier nicht irgendwas? Normalerweise ist hier doch der... Ach so, ja, der Tunnel ist jetzt da oben. Ja, okay. Ja, okay, gut. Ja, gut, ich verstehe. Markt, brauchen wir irgendwas? Haben wir nicht genug Heil-Items? Es gibt 8 Arenen, Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon-Arena von Urania City. Hier unten ist direkt die Arena. Die können wir auch direkt machen. Dann können wir uns schon den ersten Orden von Kanto holen. Kannst auch von hier lesen, von hinten. Pokémon-Arena von Urania City. Leitung Major Bob. Der blitzschnelle Amerikaner. American. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Das freut mich doch. Dann gehen wir mal rein. Oh, hier ist es auch schon voll. Das ist ein Pipi. Was? Ach so, das ist eine Poképuppe von Pipi. Ist gar nicht echt. Ich liebe es, wie Pipi mit seinem Finger wackelt, wenn es Metronom anwendet. Entzückend. Du weißt schon, dass das kein echtes Pipi ist, ne? Das ist dir bewusst. Okay, lassen wir ihn mal alleine. Oh, ein Mirabler? Oder ein Lorblatt? Blablab! Schau dir mein süßes Lorblatt an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Er auf uns bald jetzt nicht. Wenn jemand prahlt, wird sofort zurückgeprahlt. Ah, Flex, Flex, Flex Club. Anderen Trainern hören wir höflich zu. Ja, das ist doch nett. Unser Vorsitzender ist sehr redselig in Bezug auf Pokémon. Okay, ist das ein Fenster? Mein Spiegelbild sieht gut aus. Ach, danke schön, Spiel. Ich weiß nur, dass ich gut aussehe. Überhaupt nicht eingebildet oder so. Nein. Was ist das eigentlich hier in der Mitte? Sieht aus wie so ein... Ich wollte erstmal sagen, sieht aus wie eine Fukano-Statue, aber jetzt, wo ich es mir genau anschaue, sehe ich da gar nichts drin. Was ist das? Schreibt mir unten rein, wenn ihr eine Theorie habt, was das sein könnte. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar, nicht wahr? Zu sehr... Wild, schön, liebenswert, ich verehre es, knuddle es, wenn es schläft, warm und weich. Oh, und sensationell, großartig,
Einfach göttlich. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir zu lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Nice, Sonderbonbon. Damit können wir einem Pokémon direkt ein Level up bringen. Sollte man aber eigentlich eher aufsparen, für wenn man es wirklich braucht. Immer darauf achten, dass man nicht einem Pokémon ein Sonderbonbon gibt, das sowieso schon gleich ein Level up bekommt. Das wäre nämlich Verschwendung. Das Sonderbonbon macht Pokémon stärker. Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Dankeschön. Werden wir bestimmt noch gebrauchen können. Hallo? Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt nach Dukatia City in Johto. Es gibt hier auch einen Magnetzug? Cool. Ich möchte nach Safronia City, um den Magnetzug zu sehen. Aha, Safronia. Da ist also Magnetzug, okay. Der Hafen von Orania City ist das Tor Kantos zum Meer. Hier legen Luxusdampfer aus aller Welt an. Luxusdampfer? Das ist ja toll an. Oh, hallo. Was ist ein Macholo? Ich dachte immer... Oh. Ein Macholo brüllt laut, während es auf den Boden stammt. Ich dachte immer, das wäre ein Mashok. Zumindest sieht das Sprite aus wie Mashok. Finde ich. Orania City, der Hafen der stimmungsvollen Sonnenuntergänge. Ja, ist eine schöne Hafenstadt hier auf jeden Fall. Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk, aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Oh, tja, musst du wohl ein bisschen arbeiten gehen, alter Knacker. So, wer wohnt denn hier? Ich bin der Profi-Angler, der ältere der Gebrüder-Angler. Kennst du zufällig Angler Alfred? Er angelt an der Route 44. Er hat mir telefonisch einen super Tipp gesagt. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich ganz viele seltene Pokémon fangen konnte. Das war ein Tag. Magst du mir nicht vielleicht irgendwie eine Angel geben, eine bessere? Nein, okay, dann nicht. Ciao. So, ich würde auch sagen, wir machen für diese Folge direkt die erste von Arthareen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht der erste Orden sein in der Reihe. Was ein bisschen verwirrend sein kann, aber ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also doch, Pokémon Silber und Gold war es schon das erste Mal. Aber in späteren Pokémon Spielen gab es das auch schon mal. Ach, du hast da einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich es, du hast sie in Johto erhalten. Ganz genau, mein Kleiner. Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Schnellboot. Vor Dictas Höhle liegt ein schlafendes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Aber wieso kann man nicht einfach ein Pokéball auf das schlafende Pokémon werfen? Ist doch genauso wie, als wäre, würde man Gesang einsetzen. Wo ist das Problem? So, theoretisch könnten wir jetzt hier nach oben dieser epischen, nostalgischen Musik. Aber wir machen erstmal die Arena, damit wir diese Stadt abschließen können. Da haben wir nämlich alles hier in der Stadt gemacht. Und deshalb habe ich keinen Zerschneider, oder? Nein, ich habe keinen Zerschneider, verdammt. Dann muss ich kurz... Wir hatten... Ich glaube, Fenser hat Zerschneider. Muss ich kurz noch Fenser ins Team tun. Da muss ich irgendwen raus tun. Ich weiß sowieso schon, mit wem ich die Arena machen möchte. Von daher wird das kein Problem. So, dann tun wir für eine Zeit lang Lugia raus. Ist sowieso schon genug gelevelt. So. Zumindest fürs erste genug gelevelt. So, ich glaube, Clefensa hat jetzt Zerschneider. Leider kann man nur in die Arena rein mit einem Pokémon im Team, was Zerschneider hat. Es geht nicht anders. Es war auch schon in Pokémon Blau so. Apropos Pokémon Blau, wenn ich hier gerade in dieser Stadt drin bin, allgemein auch in Kanto bin, ich krieg so ein bisschen die Pokémon. Ups. Bisschen die Pokémon Blau Vibes. Und ich habe auch Pokémon Blau displayed. Könnt ihr euch anschauen. Ist ein bisschen alt, aber. Ja, wenn es euch das nicht stört, dann kann man sich natürlich gerne geben. So. Und hier sind wir. Let's go. Und diese Arena ist sehr besonders. Aus einem ganz bestimmten Grund. Hey, du Champion Spee. Dieses Mal hattest du Glück. Major Pop ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon Arena Fallen aufgestellt. Aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst Major Pop problemlos erreichen. Moment, was? Moment, haben die hier für Pokémon Silber und Gold die Fallen ausgestellt?
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber mega easy, mega gechillt, wenn ja. Und ich tue aus dem Grund Flamesack nach vorne, denn wir kämpfen gegen Elektro-Pokémon. Und Flamesack hat eine Gestandattacke. Mensch, der Bob hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Und wir kriegen ein neues Fighting Vieh, denn wir sind nun auch in Kanto. Gitarrist Jojo wird uns bekämpfen mit Magnetilo. Ich liebe den Kanto-Soundtrack, der ist so gut gemacht hier in Silber und Gold. So, so episch. Das ist jetzt ein Lucky. Was für ein Pokémon haben das effektiv? Schwäche hat gegen Feuer und gleichzeitig auch Gestein. Ich kann nicht skippen. Die Musik ist so toll. Auch wenn es hier kein paar Noob-Gegner sind. Kann ich aufhören, mache weiter. Aber ihr seht schon, wir können ungefähr jede Folge eine Arena machen, ungefähr einen Orden sammeln. Ungefähr jede Folge. Und ja, das Let's Play wird nicht mal lang dauern, aber solange es jetzt noch andauert, möchten wir es natürlich noch genießen. Habe ich nicht recht, Freunde. So, wir tanzen weiter mit seinen Gegnern. Oh, Gestein ist nicht sehr effektiv. Da habe ich was verwechselt. Da habe ich wohl was verwechselt. Ja, wegen Stahl. Kannst du bitte aufwendig selbst zu schlagen? Das finde ich nicht nur. Okay. Auf. Ich will nicht skippen. Aber wenn ich mich jetzt nochmal trage. Okay, gut. Jetzt kill das Ding. Wieso mach ich noch weniger Damage? Boah, jetzt skipp ich. Jetzt skipp ich. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Bam! Und Level 43 für Flamesack. Yeah. Okay, also anscheinend haben wir in der Arena nur drei ganz normale Trainer. Und dann direkt Major Bob reingeschmissen. Klar, warum nicht? Können wir gerne machen. Also ich meine, wenn es kein Rätsel hier gibt mit den ganzen Mülltonnen überall, dann okay. Easy. Ich weiß nicht, warum die das machen. Vielleicht, weil man dann, wenn du den Kanto bist, direkt in Orden bekommen kannst, aber keine Ahnung, das mal, ich weiß es nicht. Oh, wie schockierend! Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Oh nein, ein Blitzschlag! Oder was soll ich da runter jetzt verstehen, Ignaz? Nein, 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 das finde ich nicht okay. Und noch ein Elektroball. Wenn das Explosion hat, bin ich down. Ich tanze mit ihm einfach Walzer. Oder er macht das mit mir. Wer tanzt hier den Walzer besser? Ich natürlich. Oder auch nicht. Wait. Oh, 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 der macht so viel. Oh, das war sehr gut. Nächste Runde ist er tot. Aber werde ich jetzt überleben? Nein! Er hat den Walzer besser getanzt, aber hat er nicht mal Beine. Tja, das ging wohl in die Hose. Verdammt, das ist nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Er tanzt wieder den Walzer. Oh, das ist effektiv. Das ist nicht okay. Als ob ich Wanted bin. Als ob ich Wanted bin. Ah, ich dachte, du hältst mehr aus, Umut. Ja, jetzt bin ich enttäuscht. Nein, warum sitzt... Ich schwöre, das war nicht mal gewollt. Ich habe einfach gedrückt. Ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gedrückt. Komm, jetzt muss er aber dafür killen. Drachenwurm macht immer 40 Damage. Immer. Ja. Ach, nicht mal Level up, ey. Noch ein Elektroball. Oh, oh, das könnte sehr böse enden, ja. Ich habe leider jetzt Lugia nicht mehr drin. Komm, dann müssen wir Elektro gegen Elektro machen. Kann ich nicht ändern. Muss dann halt so sein. Du gehst erstmal die Kopf los. Oder du tanzt den Walzer mit mir. Bam. Oh. Feldtreffer. Ja, das hat besser geklappt, als ich erwartet habe. Freut mich. Ach komm. Oh, halt die Schnauze. Noch ein Elektroball. Wie viele hast du bitte von denen? Hau ab. Gut. Na.
Wie viele Elektroballs? Wie viele Haas hat ein Elektroball? Wie viele Elts hat ein Elektroball? Lall. Na ja, gut, Level up. Gehen wir kurz heilen. Mann, war das passend? Lichtschild? Was willst du mit Lichtschild, Bruder? Ich glaube nicht, dass wir Lichtschild benutzen können. Ja, wir bauen wir. Nee, ich möchte das nicht haben. Ich glaube nicht. Ah, ich stand zu sehr unter Strom. Lass dir den Sieg über mich nicht zu Kopf steigen. Major Bob ist stark. Okay. Wenn die Fallen der Trainer funktionieren würden, wärst du schon längst hinüber. Nö. Und der Zerschneiderbusch ist in der Zeit nachgewachsen. Natürlich ist er das. Ja. Logische, unlogische Dinge in Pokémon. Man kennt's. Die Zerschneiderbäume wachsen so schnell nach. Ich gehe einmal hier kurz heilen. So, ich spule das vor. Ich möchte euch nicht langweilen. Und gleichzeitig auch nichts rausschneiden. Wenn wir sich schon die Mühe machen. Zum Rausschneiden. Ach, geh weg. Und auf einmal ist der Baum wieder da. Okay. Ist das wirklich so? Sind die Schalter hier weg? Nein, hier ist nur Müll. Okay. Du willst welcher Bob besiegen? Da musst du erst an mir vorbei. Okidoki. Das wird ein Kinderspiel. Denn ich spiele gerne mit Kindern. Wait, what? Pikachu. Das waren noch Zeiten, als Pikachu nicht ständig nur seinen Namen gesagt hat, sondern auch so. Und leider geht's daneben. Ach komm, Doppelteam will niemand sehen. Oh, Donnerblitz. Aber wir machen down und es kommt ein Varti. Ernsthaft, nicht mal Ampharos Varti? Nee. Ja gut, er hatte Pikachu. Er hatte nicht mal Raichu. Ja gut. Bye bye. One hit KKKO. Das wollte ich eigentlich nicht dreimal sagen. Egal, passt. Hat jemand gehört? Ich hab versagt. Major Bob, es tut mir leid. Als ich noch bei der Armee war, hat Major Bob mein Leben gerettet. War das irgendwie anders so? Andersrum oder so? Tatsächlich! Das Rätsel müssen wir gar nicht machen. Wir können einfach instant zu ihm. Na dann, let's fight! Hey, kleiner Kerl! Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen. Du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz nie als Verlierer verlassen. Ich werde dir eine pfeffern, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Oh shit, der Pokémon-Krieg! American. Und er hat sogar ein cooles Pokémon, nämlich Raichu. Ich feiere einfach die Karte Musik. Hier kann man einfach gar nicht spulen. Das wäre nicht gut. Das war Volltreffer? Warum mache ich so wenig Damage? Holy shit, dann muss ich Feuerangriffe machen. Oder auch nicht, jetzt mache ich doch wieder Damage. Dann ist ja gut, aber ich bin paralysiert. Oh no. Donner, natürlich trifft das auch. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut, aber zumindest treffen wir. Bitte stirb jetzt. Yes, yes. Es kommt als nächstes, er hat 5 Pokémon insgesamt. Und es kommt Elektroball. Holy shit. Da kommt der Vieh ins Spiel. Mit seinem Kochfluss, yeah. So Team, halt's Maul. Ganz ehrlich, Elektroball, halt einfach deinen Maul. Und verbiesel dich, wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Warum ging's daneben? Achso, wegen Doppelteam. Da kamen Sterne. Die taten sehr weh. Volltreffer, das ist nicht nett. Du bist ja jetzt weg. Yeah, oder auch nicht, oder ich bin auch weg. Dann bye bye, bye. Ich geh in den Urlaub. Und du bist auch dabei. Hat sich schön gereimt, aber keine Auslaber. Jetzt hau bitte endlich ab! Oder spur ich vor, ist jetzt die gleiche langweilige Kacke. Magneton! Mhm. Interessant. Und ein Schild auf dem Kopf. Cooler Sprite eigentlich. Nur ich finde es ein bisschen cursed, dass sie nicht aneinander kleben.
Wissen wir nicht, haben doch bestimmt schon mal Magneton irgendwo gesehen. Blitzkanone, ich bin tot, oder? Ja. Da war ich jetzt zu faul, um zu heilen, aber dann kriege ich das jetzt reingedrückt. Okay. Oh, okay. Dann los, Amphi, let's go. Donnerschlag, keine Ahnung. Es macht ein bisschen Damage. Nochmal. Okay, es macht Damage. Aber die machen auch Damage. Und ich bin paralysiert. Ich mache aber den ersten Hit, denn die sind langsam. Und das Ding geht down. Und das nächste, zwei Pokémon hat er noch. Wieder ein Char heißt, leck mich am Arsch bei, was will der Typ von mir? Jetzt gibt's aufs Maul! Komm her! Kein Bock auf heilen! Oh, 6 Explosionen! Nein! Dead! Why ist der Amphi dead? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt das Pokémon? Electek! Okay. Oh no, erstmal vergiften. Kann man den Pokémon vergiften? Ja. Manche Pokémon haben halt Warte, gibt es schon Fähigkeiten dieser Gen? Ich glaube nicht, ich glaube schon den 3. Ja, war jetzt egal. Dann war meine Sorge eigentlich unnötig. Ich switch lieber raus. Ach, die beiden sind halt jetzt tot, ne? Komm, Melli! Ich vertraue dir! Du musst Electric Lockdown kriegen. Warum wird das halt so schwer? Ich hab überhaupt nicht so schwer in Erinnerung. Donner. Wieso treffen die immer mit Donner? Es ist nicht mal Regenkart aktiviert worden. Ja, natürlich bin ich paralysiert. Ja, ich hoffe, das Gift schmeckt dir richtig geil. Boah, jetzt bin ich richtig wütend. Ja, komm, bis. Nein, es trifft natürlich den wichsten Donner. Na, noch Volltreffer, natürlich! Natürlich, was denn noch? Was denn noch so? Und natürlich kann man einfach voraus. Ah, hilft nichts. Ich muss Beleber ansetzen. Hilft nichts. Wenn ich nicht down gehen will, muss jetzt jemand leben. Und ich vertraue auf Flamesack. Natürlich trifft der Donner. Ja, es ist One. Natürlich ist One. Das ist effektiv. So, ich send zwar jetzt, ich packe da jetzt Flamesack rein, aber ich fände erstmal da. Oh nein, ich hab mich ge. Ich war mir nicht sicher, ob ich Highlight jetzt habe, aber ich kann da. Also muss jetzt den Hypertreff verschwenden. Okay, wie viel Damage machst du? Du machst viel zu viel. Das geht nicht. Ich könnte auf Zeit spielen, aber ich habe dafür nicht richtig Highlight-Tims. Ey, er trifft aber auch jeden einzelnen Donner! Jeden einzelnen! Das ist nicht. Normal, wollte ich sagen. Ich werde verlieren. Ach, auf einmal. Trifft er nicht. Yes! Oh, wirklich trifft. Yes! Yes! Yes, Genauigkeit sinkt. Das war genau das, was ich wollte. Und dann trifft er gar nicht was hin! Ah, ich krieg die Krise hier bei dem. Ich hab noch ein Pokémon. Moment, ich benutze einfach Knuffenze zum Heilen. Ich pack Knuffenze rein und dann belebe ich. Wen belebe ich? Amphi. Knuffenze hat's nicht gebracht. Na klar. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Amphi wieder drin habe, dann werde ich doch mal Beleber ansetzen. Ich hasse es, wenn ich noch ein Pokémon habe. Ah, ich habe noch Urbos. Ja, trotzdem. Geh auf Amphi. Dann, heil dich. Holy shit, jetzt wird die Folge viel länger, als ich wollte. Es tut mir leid, Leute. Das wollte ich nicht. Aber es ist gerade ein krasser Fight, wie ich finde. Holy shit, Electek, Alter. Weg mit dir! Bam! Nein! Komm, die Vergiftung! Die Vergiftung muss ich jetzt killen. Kannst du mir nichts erzählen. Yes! Take that! Alter, das war ein harter Kampf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über Like freuen. Oh, du bist stark. Also gut, mein Junge, du erhältst den Donnerorden. Yeah! Der Donnerorden erhöht den Init-Wert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben. Hörst du?